Ja, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Ja, jetzt geht's mir erstmal zur Caradons Kreuzung. Und ihr euch fragt, was das für ein Teil daneben ist, das ist der Eduken-Teig. Ja, ich hatte zwei Folgen separat aufgenommen, die sind leider abhanden gekommen. Wo ich das Teil eigentlich zeigen wollte, das ist der Teig, wo das Ende der bürgerlichen Zwerge gezeigt wird, also der höhergestellten, der nicht kastenlosen Zwerge, wo man dann die Adligen spielt. So, willkommen in Caradons Kreuzung. So, und ehe ich wundert, wieso ich Alistair dabei habe, nun ja, Shale, jedenfalls den Golem, den nehme ich erst mit, wenn ich genügend EPs gefarmt habe oder... Nee, sagen wir es mal anders. Den nehme ich erst mit kurz vor Ende. Wenn wir bei dieser Questline kurz vor Ende stehen. So, mehr verrate ich aber auch nicht. So. Nun, wen haben wir denn hier? Ein paar von Harrimonds kleinen Lakaien. Zeigen wir ihnen, wer König ist. Ja, Harrimond. Lohnschläger, Elfensöldner und Lohnschläger. Betrachtet es als erledigt. So, da gehen wir doch erstmal auf den Elfensöldner mit den mächtigen Schwüngen, bitte. Nicht. Genau. Danke. Rüstungstrennung und Liliana, du gehst mal auf den Lohnschläger da hinten raus. So, Win, was kannst du denn noch so Schönes? Ja, Win, Chris, irgendwer von euch? Genau, der liegt. Und dann mal auf den Lohnschläger rauf, bitte. Danke. So, denn, Win, du machst mal die... Nee. Oder doch, ja. Bereit. Auf Liliana, genau. Der nächste Angriff, nein. Ja, dann gehst du mal auf. Sehr schön. Du hast das herausgefordert. Mir fällt gerade eine Sache auf. Sieh dich vor. Puh, das ist ganz schön viel Blut. Na, so. Eine Sache fällt mir gerade auf. Wir sollten mal unsere Waffen... Was hat der? Wundumschlag und Schuppenrüstung. Sehr schön. Ihr seht schon, ich habe das Inventar ein bisschen aufgestockt. Elfensöldner, was hast du? Schwacher Wärmebalsam, nehmen wir doch gern mit. So, mir fällt gerade auf. Die... Glaubt Frostigen ihr, der Waffen. Turm wird je wieder so werden wie früher, Win? Nein. Ich weiß es nicht. Es sind viele dabei gestorben. Wenn so eine Wolke über allem hängt, stelle ich mir einen Wiederaufbau über Jahre hinweg sehr schwierig vor. Werdet ihr wieder dorthin gehen? Wegen des Wiederaufbaus, meine ich. Oder habt ihr damit abgeschlossen? Das kann ich nicht sagen. Selbst wenn ich die Verderbnis überlebe, ich bin eine sehr alte Frau, Alistair. Warum? Wegen der paar grauen Haare? Ihr seid eine großartige Frau, Win. Ihr habt das alles kommen sehen. Ihr überschätzt die Zahl der Jahre, die mir noch bleiben. Aber womöglich habt ihr recht. Vielleicht sind auch die Erinnerungen an die dortigen Ereignisse zu stark, um ihnen erneut zu begegnen. Ich kann mir das kaum vorstellen. Es freut mich, dass jemand derart an mich glaubt. Wenn ich mich selbst doch nur auch so sehen könnte. Das wäre wirklich ein Gewinn. Genau, das meinte ich nämlich. Es fehlen die Frostwaffen und ja, in diesen zwei Folgen, in der zweiten Folge davon, habe ich die, habe ich ein paar Gruppenmitglieder aufgelevelt und ja, habe das Inventar ein bisschen abgeschlackt. So, da haben wir wieder ein paar Genlocks. Yay, dunkle Brut zuhauf. So, dann erstmal auf den Hörlock. Sehr schön. So, Chris, du gehst mal auf den da hinten. Danke. Sehr schön. So, dann auf die Seite. Genau. Was haben wir denn sonst noch da? Da hinten wären denn, denke ich mal, noch welche. Win. Danke. Du gehst mal etwas näher ran. Sehr schön. Dann gehst du mal auf den da rauf. Dann halt eben auf den. Ich werde es tun. Und die Frostwaffen wären auch nicht schlecht. Genau.
Ticket. Der hat halt auch nicht Spaß. Steinfaust, sehr schön. So, zweite Waffe. Genau. Du bist der Lieblingsmann. So. Ah, verdammt. Jetzt habe ich uns eingeeist. Schade, schade. So. Was haben denn die Gentlemans da vorne für mit uns? Ein Genlock mit einem Malachit. Sehr schön. Können wir verkaufen. Die haben Geld dabei. Die haben auch nicht mal Händler. Schlangengift. Auch nicht schlecht. Noch mehr Kohle. Und noch viel mehr Kohle. Wow. So. Eine Falle. Liliana? Direkt vor uns. Ja, dann darf ich bitten, Liliana? Danke. Sehr schön. Ja. So, Steinkaus. Ich will mal. Sehr brauchen, sehr schön. Schade. Sehr schön. Und da haben wir den nächsten Genlock gesandt. So. Also, wenn du gehst mal auf den wieder. Machen wir mal eine Heilung auf dich. Sehr schön. Aua. Na? Sehr schön. Heilung. Win, du solltest auch mal wieder einen Lyrium-Trank zu dir nehmen. Ah, ein Hörlock gesandt hast du da. Wow. So. Du bist erledigt. Ist das alles? Der ganze. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Denn, Liliana, mach mal bitte die Kiste da hinten auf. Danke. Schon mal voraus. Feuerpfeile, sehr schön. Was hat der Genlock für uns? Geld. Noch mehr Geld. Kurzbogen der dunklen Brut, okay, können wir verkaufen. So, was hat der für uns? Noch mehr Gold. Ein Hörlock Alpha, okay, das scheint mir eine Falle zu sein. Ein Hinterhalt. Wird erledigt. Chris? Ja, jetzt kommt sie auf einmal, ist richtig. So. Nun ja, wo geht es denn als nächstes hin? Da auf jeden Fall nicht. Da ist der Abgrund oder der See, wie man es auch nennen möchte. Genau. Ja, und was hat denn der Hörlock Alpha für uns? Wollen wir uns das doch erstmal anschauen? Oh, ein Gold und 17 Silber. Auch nicht schlecht. Sieht man heutzutage nicht oft. Und? Eine Falle. Ja, ein Hinterhalt. Direkt vor uns. Eine Falle. Direkt vor uns. So, die nächste Falle entschärft. Und Liliane, du gehst jetzt mal bitte auf die Gruppe da unten dazu. Und zwar mit deinem Bogen. Jetzt spürst du Stahl. Liliana, Armbrust, bitte. Ach so, kein Wunder, weshalb ich sie den nicht treffen kann. Ja, natürlich. Ich werde es tun.
so. Das ist so unschuldig. Daran hatte ich noch nie Spaß. Yay. So, was haben denn die Gentlemen diesmal für uns? Schwacher Wutumschlag, sehr schön, können wir immer gebrauchen. Geld, kann man auch immer gebrauchen, ebenfalls Geld. Und Todeswurzelextrakt. Okay, das ist für Gift, denke ich mal. Na? Sehr schön. Wie ihr meint. Okay. Und noch mehr Genlocks. Himmel, Herrgott nochmal, wie viele Genlocks sind denn hier unten? So, Win, du gehst mal auf den mit der eisigen Umarmung, bitte. Danke. So. Bringt ihr es hinter uns? Gut, los geht's! Der außer Acht gelassen dort. Sehr schön. Na? Ja, sofort. Gut. Ja, Leute, ihr solltet mal doch auf die Gruppe da losgehen. Da hinten. Eventuell. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass da hinten etwas Größeres auf uns wartet. Okay, ein Oger. Ein fucking Oger. Und natürlich ist er auf uns aufmerksam geworden. Alistair, Wundumschlag bitte. Danke. Wird erledigt. Das wird wehtun. Ja, und das hat ihn. So. Für die grauen Wächter! Warum gehst du auf Alistair los? Ich bin der Tank. Ich bin bereit. Auch wenn ich einen Zweihänder habe. Dann kam ich mit einem Todesritter gleich. Wow. Genau. Wo soll ich zu? Lyriumtrank? Oder soweit? Sehr schön. So, auf wen geht... So, wer geht da auf den los? Keiner? Hm, schade eigentlich. So, was hat der Genlock ja, für sofort. Uns? Geld. Ja, Geld regiert die ich Welt. Werde es tun. Noch mehr Kohle. Schwache Wundumschläge, auch nicht schlecht. Ich Liliana, bin hier. Die Kisten. Schon unterwegs. Danke. Noch eine Kiste, sehr schön. Aber gern. Langbogen, Dunkelbrot. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was ist hier hinter Schutt verborgen? Was auch immer ihr wünscht. Die Kreuzungsherumtreiber. Hm. So, Oger. Dämonensekret. Okay, gehören Oger auch zu den Dämonen? Wusste ich gar nicht. Also gehören Oger auch ins Nichts, so gesehen. Oder schon unterwegs. Verkenne ich das da gerade? Oh, kleiner fehlerhafter Feuerkristall. Nice. Schwacher Wundumschlag, auch nicht schlecht. So, wir werden hier auch Nee. Oh oh. Habt ihr das Geräusch eben gehört? Das ist eine neue Art von dunkler Brut. Die lernt ihr gleich kennen. Die nennt sich Kreischer. Und da sind sie schon, Kreischer. Die können ganz schön nervig werden, diese Mist hier. Ja, natürlich. So. Na komm schon, sehr schön. Halten natürlich so gut wie kaum was auf. Und wir leben noch. Was nicht schlecht ist. So, Schutt. Was ist da drin? Streitkolben der dunklen Brut. Ja, gerne doch, gerne doch. So, und ich werde es, falls ich mal langsam die Antwort von mein Dude bekomme,
denn auch statt meiner Entscheidung denn den Clip von Eisenseele einfließen lassen. Also die jeweilige Szene. So, kannst du weitergehen? Leute? So, was haben wir denn da hinten? Einen großen Raum. Und ich würde sagen... Nee, so weit ist es noch nicht, oder? Ja, dann würde ich mal sagen, an der Stelle beende ich den Part für heute. Das war's wieder mit Dragon Age Origins. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!